Wir verbauen standardmäßig eine 3000 Liter Pumpe. Der Pumpenkörper wird für uns bei der Firma Jöstadt gefertigt. Das Ganze ist aber nur für uns entwickelt und wird auch nur so für uns gebaut. Die komplette Pumpenverrohrung wird wieder bei uns im Haus zusammengeschweißt und eingebaut. Deswegen trägt die Pumpe den Namen Lendner. Der ganze Service wird auch und die ganze Wartung wird auch durch die Firma Lendner später bei der Feuerwehr übernommen. Ein wichtiger Punkt an dieser Pumpe ist, dass die Pumpe kein Öl in sich trägt. Das heißt, das ist eine große Erleichterung für den Gerätewart bei der Feuerwehr, weil nicht nach 100 Betriebsstunden oder nach 3 Jahren ein Ölwechsel fällig wird. Die Pumpe ist ausgestattet mit einer Entlüftungseinrichtung, einem sogenannten Vakuumaten, der sich, wenn man will, auch wegschalten lässt, um zum Beispiel drucklos Wasser zu fördern, zum Beispiel um einen Keller auszupumpen, um einen Lenzbetrieb durchzuführen. Die Pumpe trägt außerdem ein Hitzeschutzventil in sich, das sich bei 65 Grad öffnet. Ansonsten ist die Pumpe ausgestattet mit 4 B-Abgängen, 2 pro Seite. Es ist auch möglich, 2 nach hinten zu verbauen. Die Pumpe ist ausgestattet mit 2 Tankfüllleitungen Größe B, einem A-Saugeingang, einem Schnellangriff Größe C oder D und optional auch einer automatischen Wasserzufuhr eben in diesen Saugeingang. Bei der Pumpe an sich setzen wir vor allem auf einen Grundsatz, das ist die einfache Bedienung. Denn auch ein ungeübter Maschinist muss das Fahrzeug um 3 Uhr morgens auch im Einsatzfall bedienen können. Das heißt, bei uns gibt es nicht viele Knopfdrücke, wie die Pumpe zu bedienen ist. Ganz einfach, Sie schalten die Pumpe ein, wechseln von Saugbetrieb auf Tankbetrieb, wenn Sie es brauchen, gehen mit der Drehzahl ein bisschen nach oben, machen Ihren Abgang aus und haben Wasser. Das ist die komplette Pumpenbedienung. Ob das Ganze jetzt über einen Display gesteuert wird oder über Schalter gesteuert wird, ist wieder komplett kundenindividuell. Es ist auch kein Muss, dass man einen voll verkleideten Pumpenbedienstand hat. Es gibt genauso die Variante, dass man eben eine Schaltersteuerung, eine ganz einfache hat, mit einem händischen Kugelhahn zum Umschalten Tank-Saugbetrieb und eben dann auch kein Display, sondern LED-Wasserstandsanzeigen. Das ist der Feuerwehr überlassen. Die Variante mit dem Display ist bei uns oft gewollt, oft gewählt, weil sie natürlich viele Vorteile für die Feuerwehr auch bietet, weil man noch viele verschiedene andere Sachen, eben die ganze Fahrzeugelektrik nochmal einzeln über den Display steuern kann und weil es ein bisschen besser visualisiert wird.